angekommen und wir haben es mittlerweile auch 23:25 Uhr und haben ein bisschen längere Tour gemacht, hatten ein paar Staus, sind trotzdem ganz gut durchgekommen sonst. Ja, also morgen geht es weiter mit den Touren und schauen wir mal, was so abgeht. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde schlafen. Bin schon seit 5 Uhr auf den Beinen und Schlaf ist ja wichtig, sagt man ja. Ich hoffe, man sieht mich, versteht mich. Ist ein bisschen düster. Ja, morgen wollen wir den wahrscheinlich den Gotthardpass fahren, durch den Gotthardtunnel und sowas, ein paar schöne Aufnahmen machen. Und dann wollen wir mal gucken, was wir sonst noch so treiben. Also, deswegen sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Ich bin gerade erst wach geworden und wie gesagt, heute wollen wir mal ein bisschen Pässe fahren im Gotthardtunnel und ich hoffe mal, da kommen ein paar Aufnahmen noch dazu. Ein paar schöne Dinge und erstmal ein bisschen frühstücken, entspannen, dies, das, erstmal ankommen und dann wollen wir mal weitersehen, was der Tag so bringt. So Leute, wir fahren heute nicht den Gotthardpass, sondern einen anderen Pass. Erstmal ein wunderschön aus der Schweiz, diesmal nicht mehr aus der gewohnten Umgebung. Diesmal mit meinem Vater ein bisschen unterwegs und wir haben jetzt noch Freisprechanlage. Ich weiß nicht, ob ihr ihn genau ob ihr ihn hören könnt, das werde ich dann mal im Video sehen. Ich konnte ihn nämlich nicht koppeln mit meiner GoPro. Aber wir fahren heute einen kleinen Pass, so durchs Gebirge auf 1900 Meter. Ist ja mal was ganz anderes. Wie ihr seht, schon die Landschaft hier gebirgig und die Landschaft ist einfach krass hier. Also, ich bin hier gerne, ich bin ja fast jedes Jahr einmal da. Und dann wollen wir mal gucken, wie der Tag heute so wird. So denke ich auch mal ein paar schöne Aufnahmen geben. Oh, mein Auge dreht schon wieder, Leute. Ich hab diese eklige Pollenallergie und hier fliegen echt viele Pollen rum. Ja, ich habe nicht wundern, warum ich heute Morgen und gestern Abend so ein bisschen durch war. Mir tun immer noch die Knochen weh von der langen Fahrt, weil mit dem Naked Bike das ist echt unangenehm, 1000 Kilometer zu fahren. Es geht echt auf die Beine und ein bisschen auch auf die Schultern, habe ich gemerkt. Am Anfang hat so der Nacken weh getan und zum Ende hin war das so der Arsch, der weh getan hat. Also wirklich wortwörtlich echt doll weh getan. Aber mein Vater hatte selber das Problem mit dem Arsch, auch wenn er eine Tour hat. Aber ich glaube, da kannst du auch nichts gegen machen, wenn du jetzt 1000 Kilometer eben fährst. Ich muss euch hier echt drauf achten in der Schweiz. Ihr wisst ja, Geschwindigkeit sehr teuer hier, wenn du schon ein paar km zu schnell fährst. Ist nicht so wie bei uns in Deutschland, dass du da mal einen kurzen 20 zahlst, wenn du 20 km gefühlt zu schnell fährst, wo sich das glaube ich auch wieder geändert hat. Wiederum auch nicht für alle Bundesländer, habe ich gelesen, aber das ist auch wieder so ein spezielles Thema. Da kann man sich vielleicht auch nochmal unterhalten. So, Alter. Also ich muss schon dazu sagen, 1000 Kilometer mit Motorrad, da gehört echt schon was zu. Habe ich gestern auch gemerkt und mein Vater fährt das ja, der fährt ja sogar noch längere Touren. Also ich fühle mich heute echt so, als hätte ich gestern, weiß ich nicht, Fitnessstudio gegangen und erstmal eine Hantelbank oder sowas, erstmal Sport gemacht, aber dabei bin ich ja 1000 Kilometer Motorrad gefahren, was eigentlich auch schon eine ganz schöne Strecke ist. Also wie gesagt, man merkt das nur in den Schultern ein bisschen und am Nacken. Den Beinen gehen wieder, aber als ich heute Morgen aufgestanden bin, habe ich gedacht so, eieiei, okay. Aber die Schultern, da habe ich so ein, ja, wie so ein Muskelkater habe ich da drin. Sport brauche ich jetzt erstmal nicht mehr machen. Das blende ich nochmal kurz hier ein. Und dann wenn man guckt, mein Vater ist den auch noch nie gefahren. Falls ihr fragt, wer das die ganze Zeit vor mir ist, das ist mein Vater, mit dem ich auch die ganze Zeit über Freisprechanlage spreche. Und dann wollen wir mal gucken, wie der Pass so ist. Auf jeden Fall schön hoch in den Bergen und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir sehen uns gleich wieder.
ich hoffe, euch hat das Video zu unserem Klausenpass gefallen. Das war mein erster Pass, den ich jemals gefahren bin. Und auf jeden Fall hat sich jetzt schon diese 1000 Kilometer gelohnt. Also der, da haben wir uns bei so vielen Kurven erschrocken, auch mein Vater. Das war so eng da, aber es war, hat so Spaß gemacht. Also echt empfehlenswert. Also wenn ihr drauf Bock habt, googelt nach Klausenpass und fahrt dahin. Und auf jeden Fall ziemlich geile Strecke. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß, was auch immer ihr treibt. Treibt es nicht zu hart. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und wenn es wieder heißt Zürlix, fährt in den Kurven wieder übertrieben schnell. Ja, okay. Haben wir dann auch